So, hallo zusammen. Heute machen wir da mal ein Video über mein iPhone. Da stelle ich mal so ein bisschen, nicht ein bisschen, da stelle ich dann mal so meine Apps vor, die ich auf meinem Handy habe. Da könnt ihr euch die Sache mal angucken, weil ich da so drauf habe, von Pornos bis, was weiß ich nicht, von X bis Y und so weiter. Handyweb, die nennt sich jetzt, wo ich das Video hier mitmache, die nennt sich S-H-O-U. Das ist ein bisschen kompliziert, die zu installieren. Da braucht man auch eine andere App für. Die nennt sich hier, das ist Hidi hier. Darüber kann man die installieren. Es gab da mal so eine App, die hieß Display Recorder vor 2 Jahren. Und damit konnte man das drauf machen. Aber mittlerweile geht das nicht mehr. Hier habe ich das alles so auf meinem Homescreen. Fangen wir mal hier oben an. Wie der Name schon sagt, Lesezeichen. Da ich ja so ein bisschen Battlefield spiele, bin ich hier in so einem Battlefield-Clan drin. Hier haben wir eine Kinoseite, dann haben wir Google, haben wir nochmal eine Kino und nochmal eine Kino und die andere Seite heißt Darklight.to und ganz einfach nur meinen Safari. Jetzt muss ich erstmal abwaschen. So, als nächstes, alles was mit irgendwas mit Geld zu tun hat, wer fährt denn da? Das haben wir halt hier. eBay, denke ich mal, kennt ja jeder. Amazon kennt auch jeder. Payback, da kann man so Punkte mit sammeln, bekommt dann Prämien. PayPal, bezahlt man unterwegs Geld mit. Der Apple Store, da habe ich das iPhone drüber gekauft. Dann habe ich die Sparkasse, da kann ich Geld mit überweisen, kann in mein Online-Banking reingucken. Deal Bunny ist eine schöne App, da gehen wir mal rein. Da kann man so Deals so bekommen. Als Beispiel, das ist ein Vierteljahr her, war das, da hatte einer von diesen guten Leuten, hab da die suchen durch das ganze Internet durch und da hatte einer von Amazon Scheiße gebaut und hat eine externe Festplatte 2,5 Zoll 500 GB für 15 Euro reingetan. Und so Schnäppchen kann man da halt mal finden. Dieses Angebot war natürlich nicht allzu lange gültig. Aber die App, muss ich sagen, ist eine prima Sache. So, was natürlich wichtig ist, kommen wir gleich drauf, AdSense ist was mit meinem YouTube-Konto, da kann ich gucken, wie viele Einnahmen und Ausgaben ich habe. Hier haben wir als nächstes Fritz Phone, da kann man reingehen und kann gucken, wo als letztes hin telefoniert wurde, kann mein iPhone auch richtig zum Telefonhörer, also zum normalen Telefon und kann über Festnetz telefonieren. Shazam, eine schöne App, wenn man mal im Radio oder sonst wo ein schönes Lied hört, was man nicht kennt, macht man das auf. Und dann läuft das und dann erkennt das Programm Shazam das Lied. Telefonbuch finde ich sehr gut in Verbindung mit dem iPhone halt, weil man kann, wenn man jemanden gesucht hat und man weiß den Weg nicht dahin, man speichert man sich das direkt im Telefonbuch und dann kann man sich dahin navigieren lassen. Das will ich euch mal zeigen, wie sowas funktioniert. Da gehe ich jetzt hier in mein Telefonbuch rein. Kontakte. So, jetzt gehen wir hier mal auf AOK. Klicke ich hier drauf. Da wird mir dann angezeigt, keine Ergebnisse gefunden, aber im Normalfall so. Und dann kann ich mich jetzt, hier kommt dann irgendwo das Menü, dass ich mich dahin navigieren lassen kann. Mit der Apple Map, auf gut Deutsch gesagt. Procon BF4, das ist so ein Programm, womit ich halt meinen Battlefield 3 Server administrieren kann. App Store ist ja auch klar. TV Spielfilm ist eine schöne App, wo man das Fernsehprogramm mitgucken kann. Barcode, wenn manche nicht kennen, das ist eine App, da kann man halt seine, wenn man irgendwo was gekauft hat, Rewe, Lidl, Aldi, da sind ja die Codes drauf, die kann man da einscannen. Hier Video Downloader, da kann man sich Videos mit runterladen, finde ich auch gut, von allen möglichen Plattformen. Alimeter zeigt mir an, auf wie viel Höhenmeter ich mich gerade rumtreibe, wo ich jetzt hier wohne, sind da 542 Meter. Finde ich auch gut, die App. Dann haben wir hier Öffnungszeiten, da ich ab und zu mal auf die Post gehe, aber irgendwie jedes Mal vergesse, wie lange die Post offen hat, finde ich das sehr gut. iMovie, kann man auch mal ein bisschen Videobearbeitung mitmachen. Groups ist was von Facebook, da kann man seine Facebook-Gruppen miteinander verwalten. Und Seiten ist, wenn man eine eigene Facebook-Seite erstellt hat, ist wieder was anderes wie Groups, kann man das damit verwalten. Jetzt kommen wir mal hier auf die Apps. Der Facebook Messenger, denke ich mal, kennt jeder. Und dann das iMessage, Teamspeak, kostet allerdings ein paar Euro, ich glaube, das waren 4 oder 5 Euro.
Gehen wir mal einfach mal rein. Menü. Hier sind jetzt, habe ich ein Server nur gespeichert, wo ich dann drauf gehen könnte, wenn ich dann machen wollte. Meine E-Mails rufe ich gerne mit web.de ab, weil ich das alles irgendwie so ein bisschen komfortabler finde, als wie den mit der E-Mail-Dienst, der hier mit dabei ist. Skype. Ja, Skype ist, denke ich mal, erklärt sich von selber. Habe ich fast zu lang auf meinem Computer den Account, wie halt auch Skype schon gibt. Facebook, denke ich mal, kennt auch jeder. Battlelog ist was für Leute, die gerne Battlefield spielen. Da kann man sich so Statistiken angucken. Twitter, denke ich mal, kennt da auch jeder. Hier, da ich gerne auch viel auf meinem Handy Fernsehen gucke, ZDF, Mediathek, N24 Next gucke ich ganz viel. YouTube-Videos gucke ich sehr viele. Und dann mein Musikordner, Clipfish, Zatu, denke ich mal, kennt irgendwo jeder. Hier habe ich so einen Google-Ordner. Da ist die Google-Suche. Google Plus ist sowas wie Facebook, Übersetzer, Hangouts, da macht man so Livestreams mit, Google Maps, Google Drive, so ein Online-Speicher und Docs ist sowas wie Word. Dann haben wir hier, das ist der Klabaje-Ordner. Klabaje heißt im Hochdeutsch also Quatsch. Alle Sachen, die ich nicht wirklich brauche. Die sind halt hier, die Sachen, alle so von Apple drin. Was haben wir noch? Und hier auf dem Homescreen haben wir hier die Fotos. Hier habe ich halt die Apps draufgelegt, die ich täglich benutze. Fotos gehe ich rein, Kamera, Einstellungen, einen Taschenrechner brauche ich viel auf der Arbeit, wenn ich mal Notizen machen will. Und die allerwichtigsten Apps sind natürlich unten. Da ist das Telefon, der Kalender, dann ist da die Uhr, wo ich den Wecker einstelle und natürlich WhatsApp. So, was könnte ich euch noch Schönes erzählen? Jetzt gehen wir mal in die Einstellungen rein, was viele Leute nicht wissen ist. Man kann das alles so einstellen, dass das Handy, also was den Datenverbrauch angeht oder dass der Akku, dass das alles ein bisschen weniger wird. Das funktioniert dann so. Dann gehen wir mal hier auf das mobile Netz, machen wir jetzt mal an. Ups, so, machen wir das hier mal an. Ich bin bei der Telekom. So, wo sind wir dann hier? So, der Telekom, da kann man hier noch alles Mögliche schön einstellen beim mobilen Netz. Wenn man das ausmacht, ist der Nachteil, seht ihr jetzt da oben, jetzt mache ich mal hier so, jetzt steht da oben links, steht LTE, wenn ich das jetzt ausmache, geht dann LTE weg und ich kann auch wirklich nur SMS empfangen oder anrufen. Wenn mir jetzt jemand was in WhatsApp schreibt, dann funktioniert das nicht. Wenn ich jetzt das mobile Netz anmache und natürlich auch mal wieder das Internet, also WLAN, dann kann man die verschiedenen Apps, sieht man, was die alles im Hintergrund brauchen. Hier AdSense, mein YouTube-Konto, was die alles so machen und kann man das noch so ein bisschen einschränken. Weil die meisten Apps, die laufen doch im Hintergrund. Hier sieht man allein, wenn man sich auf Facebook anguckt, ich bin natürlich schon auch viel mobil unterwegs und so kann man gewisse Sachen einstellen, die halt dann weniger Akku und weniger Strom brauchen und so weiter. Sind schon ziemlich viele Apps, die hier installiert sind. Was hätte man noch Schönes? Allgemein, ich würde mal sagen, das war soweit alles. Ich glaube, Siri habe ich auch ausgeschaltet. Alle möglichen Sachen, die halt im Hintergrund laufen. Und bei dem iPhone ist das seit dem iOS 8 und seit dem iPhone 6 ist da ziemlich viel Datenvolumen, was man so im Internet braucht. So, in diesem Sinne würde ich mal sagen, hier habe ich ein schönes Bild. Im Hintergrund, das gefiel mir auch gut. Jetzt machen wir mal hier, gehen wir mal in die App wieder rein. Ach so, können wir jetzt hier oben drauf klicken. So, dann machen wir hier Stop Recording.